Herzlich willkommen zur Hand des Tages auf der Pokertrainer.com. No Limit 600 diesmal. Ja, ich bin in EP und entscheide mich hier mit einer sehr marginalen Karte zu min-racen. Ich habe hier König Dame Offsuit. Nichtsdestotrotz finde ich hier einen Min-Race eigentlich das Beste, weil wir haben hier einen Fisch hinter uns, wir haben einen Fisch in den Small Blind und im Big Blind. Das ist dieser Spieler hier. Er hier spielt nicht mit, er sitzt aus. Und ich finde den Min-Race sehr gut, weil es auch diese beiden Spielern gute Odds gibt, mit Karten in das Spiel einzutreten, die dominiert sind. Und ja, man kann oft spielt man gegen diesen Spieler und dann ist König Dame Offsuit auch in Ordnung. Ich meine, das macht dann eigentlich keinen Unterschied, ob man Ass König hat oder Ass Dame oder König Dame hat gegen solchen Spieler, wenn man eine von diesen beiden Karten trifft, ist man zu 70% sowieso gut. Ja, und naja, die Hand geht wie folgt weiter. Es gibt zwei Caller und der Big Blind squeezed hier. Sehr interessant. Er squeezed hier auf ja, $50, ist ein bisschen billig, finde ich. Port Odds 30%, also ich denke $60, ich hätte definitiv gefoldet. Schaut man sich jetzt mal den Squeeze-Wert an. Vor der Hand war der Squeeze-Wert von diesem Spieler ungefähr bei knapp 110% gewesen und jetzt, wie man hier sieht, 12% Squeeze-Wert. Das ist schon ein sehr, sehr hohen Wert und ja, ich denke hier kann man callen, weil der Gegner foldet nie auf 4 Bets, da brauche ich nicht zu 4 betten. Und ich denke, man kann hier callen. Ich glaube nicht, dass der hier trappt. Die einzige kleine Sorge gewesen, wenn man sich das mal anschaut. Call oben in Mittelposition 8%. Ich glaube nicht, dass er trappt. Und gegen ihn in Position für den Preis, finde ich, kann man einen Call machen. Dieser Spieler wird oft noch ins Spiel eintreten und es ist nicht die schlechteste Karte. Ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Alle steigen aus nach mir. Ich treffe Top Pair und dieser Gegner macht eine Continuation Bet. Dadurch, dass er eigentlich alle Kombinationen, also ich gehe einfach aus, dass er hier immer auf dem Board eine Continuation Bet macht. Und Call hier auch standardmäßig. So, jetzt freue ich mich natürlich über den Turn und er setzt hier nochmal halben Pot und es ist eine ziemlich kom also es ist ziemlich komisch, dass er hier Second Barrelt, weil ich denke, er muss mir schon eine Dame geben oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest hoch, dass ich eine Dame habe und er schießt nochmal drauf. Kann man sich fragen, okay, was gibt man ihm denn jetzt? Ich glaube, dass er hier nicht Könige oder Asse hat. Ich kann gut sein, dass es ein Flush-Draw ist. Kann gut sein, dass es, keine Ahnung, 6-7, irgendwie 6-4, 6-7, irgendwie so kleine Karten sind. Und er hofft hier, dass ich vielleicht Pocket 10er oder Buben oder 9er folde. Er kann auch eine Dame haben, was natürlich ziemlich sick ist, wenn er Dame 5, Dame 3 oder Ass-Dame hat. Kann natürlich auch Pocket 3 und 5er haben. Und es ist sozusagen ja vieles möglich. Und ich denke hier aber gegen diesen aggressiven Gegner, wenn man sich das mal anschaut, Turn Aggression und River Aggression, es ist ein furchtbar aggressiver Spieler. Ach, ich denke, das Beste wird einfach sein, zu callen und ihn schießen zu lassen und tun zu lassen und einfach die Augen zuzumachen und hoffen, dass es gut ist. Ich denke, das wird die beste Strategie sein, weil er kann hier auch, weiß Gott, Luft haben und die möchten wir natürlich nicht rausdrücken. Ich call hier 7 am River, er geht all in und ich denke mir schon, oh Mann, na bravo, was hast du? 6-4 ist angekommen und ich habe schon vor meinem inneren Auge 6-4 gesehen, weil mir das in letzter Zeit ja sehr oft passiert. Naja,
Hat er aber nicht gehabt. Er hat zwar eine 6 gehabt, aber die dazugehörige Ass und nicht die dazugehörige 4. Und ich habe hier ja eigentlich wie die Jungfrau zum Kind einen riesen Pott gewonnen. Und ja, der Gegner hat einfach hier schlecht gespielt. Ich meine, die Dame am Turn sollte normalerweise gecheckt und dann gefoldet werden, wenn ich setze. Aber er hat es geschafft, seinen ganzen Stack zu verlieren und hat mir dann noch einen halbwegs schönen Vormittag bereitet, weil so $600 Pötte, die tun schon gut, wenn man hinten ist. Das war die Hand des Tages. Bis bald, haut rein.